Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel und wir haben Freitag, den 7. Februar. Es ist 18.05 Uhr und ihr schaut diesen kleinen Clip, den ich mache, weil ihr was über den DAX erfahren wollt. Heute bin ich wieder in Line. Ich bin ja meistens einer der Ersten in Deutschland, der das macht am Freitagabend. Und gucken wir uns den Freund mal an. Also, ganz in der Reihenfolge, die ich immer mag. Wir haben vor uns also den DAX, eine Kerze, einen Tag. Es gibt kein Signal von den Bändern, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Kleine Durchschnitte sind auch ohne nennenswertes Signal. Wir handeln über 10- und 20-Tage-Linie. Wir haben die Gefahr eines Doppeltops, ja, rein vom Chart. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein neues 52-Wochen-Hoch zu machen. Ich mache es mal ein bisschen größer, dass ihr es besser seht. Die Möglichkeit besteht. Ja. Dazu muss ich hier nur mal irgendwo im Bereich 13, also müsste schon ein bisschen höher, 13.650 sowas schließen. Das wäre hervorragend. Das MACD ist zwar im neutralen Bereich, allerdings nach oben gerichtet. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der nimmt also den gesamten Schwung von hier mit. Das mag ich ganz gern. Die Stochastik gilt als überkauft, aber nirgendwo den Hauch eines Verkaufssignals. Also von daher muss ich sagen, ja, der Markt hat durchaus noch eine Chance, noch ein bisschen weiterzugehen. Er scheint mir allerdings, ja, wie soll ich das nennen? Am liebsten wäre mir der Satz, oder ist mir der Satz, der Markt ist auch so im LSD-Trip. Ja? Damit meine ich jetzt nicht dieses Lysergsäure-Diethylamid, glaube ich, heißt es Diethylamid, ja, so heißt es, glaube ich, sondern ich meine dafür, also für LSD steht Long Short Dadelei. Also gibt es ein paar Werte, die haben schon eine harte Woche hinter sich. Einmal komplett durch die Gassen getrieben. Ja? Da ist sowas wie Twitter, Pinterest, Deutsche Bank, Tesla, Aurora, Umicore. Das ist schon heftig, denn in dem Moment, in dem irgendwo eine News ist, stürzt sich der ganze Markt drauf. Das zeigt für mich, dass wir hier so wenige, nennen wir es mal, Spezialsituationen haben, aber es ist nicht unbedingt die breite Masse, die steigt oder fällt. Ja? Irgendwie, das ist mir zu fokussiert immer auf die Werte, so morgens um 8 Uhr, ach guck mal, hier ist eine Nachricht, da stürzen wir uns jetzt mal alle drauf. Mag ich eigentlich nicht so, ist also keine vertrauensselige Geschichte für eine anständige Analyse. Aber ich komme jetzt nochmal auf die Bänder. Ich will euch was zeigen. Und zwar insbesondere für die Leute, die auch während der Woche arbeiten. Das tun natürlich alle, aber die nicht so viel Zeit haben, das meine ich. Das ist jetzt eine Kerze 4 Stunden. Jetzt schauen Sie, was passiert. Wir waren letzte Woche am Freitag, beziehungsweise diese Woche am Montag, waren wir hier unten. Ja, der Markt steigt, fein. Kleine Durchschnitte gehen hoch, 10 geht über 20, ist fein, MACD ist positiv. Stochastik gilt als heftigst überkauft, aber das war's auch. So, jetzt schauen Sie mal auf das Band. Der Markt macht so ein bisschen seitwärts, um dann diese fette Kerze zu machen. Ich meine, das wäre der Montag gewesen. Ich habe jetzt leider das Fadenkreuz noch nicht, aber ich will es auch erst noch nicht anmachen, es kommt gleich. Also, hier knallt das Ding über das obere Band. Wie gesagt, 4-Stunden-Chart. Das obere Band geht auf, das untere Band geht auf. Nächster Tag, beziehungsweise nächste Recheneinheit. Beide gehen auf. Unten, oben, gehen weiter auf. Gucken Sie jetzt mal auf das untere Band. Der Markt steigt, das untere Band geht weiter auf, geht weiter auf, geht weiter auf. Jetzt sind wir schon bei 13.600. Oben gibt es so einen klitzekleinen Shootingstar. Ja, auch Gefahr eines Doppeltops ist da. Jetzt gucken Sie aufs untere Band. Geht in die Horizontale über. Um dann hier, und genau dafür habt ihr diese Grids, ja, diese kleinen hellgrauen Linien, ja, auf einmal steigt das der Bewegung entgegengesetzte Band, steigt, ja, ändert also die Richtung. Das ist der Moment, dieses Zeichen ist genauso gut im Handel über den Tag hinaus, wie im Handel über die Stunden hinaus. Wie gesagt, hier ist 4 Stunden. Ich finde, bei 4 Stunden kann man das gut nehmen, Stunde geht auch noch, aber 4 Stunden ist für mich wichtiger. Und jetzt geht es hoch. Der Markt geht erstmal seitwärts. Seitwärts, 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 guckt aufs untere Band, ja, es geht weiter hoch, die Bänder gehen zusammen, das obere geht noch auf, aber auch jetzt nicht mehr. Jetzt fällt die ganze Geschichte hier ein bisschen weiter runter und hier sind wir jetzt. Das obere hat dann Richtung verloren, das untere hat nach oben gedreht, das heißt, die ganzen Bänder werden wieder enger. Dieser Moment hier, ich zeige ihn jetzt mal mit dem Fadenkreuz, das war der Moment, wo man sagen könnte, die Intensität dieser Bewegung. Diese 700 Punkte fast oder diese 700 Punkte, die finden hier ein Ende. Das heißt, wenn einer Short gehen will, muss er hier warten. Wenn einer Long gehen will, sollte er es hier nicht mehr tun. Das ist eigentlich die Aussage dafür.
Ja, und jetzt sind wir hier, beide Bänder nähern sich an. Im Moment ist also auch über die 4 Stunden, ja, es ist sogar leicht negativ. Ich muss davon ausgehen, wir haben hier über das MACD-Verkaufssignal, das Stochastik auch, Bänder sind begriffen, dass sie sich verringern. Ich muss davon ausgehen, dass wir den 20er gleitenden Durchschnitt sehen. Der ist dann irgendwo so im Bereich 13.450, 70 am Montag, Dienstag zu sehen. Ich gehe zurück auf den Tag. Also das ist so, wenn man vielleicht nur einmal am Tag oder vielleicht zweimal reinschauen kann und nicht mehr, dann bringen die 5 Minuten gar nichts. Der Tag an sich ist zu schwierig, aber mit 4 Stunden kann man ganz gut was anfangen. Also und hier sind wir noch leicht positiv über den Tag hinaus. Die 4 Stunden zeigen wir noch ein bisschen Pause an und da so möchte ich das eigentlich ganz gern handeln. Ich habe euch Scheine mitgebracht, wie immer. So, und zwar habe ich mir überlegt, weil ich bekam auch letzte Woche wieder mehr, so müssen das immer so Highflyer-Scheine sein, 40er, 50er Hebel. Heute mache ich mal ein paar langweiligere. Langweilig heißt, ich habe mich für diesen hier entschieden. 12.830, das ist ein 20er Hebel. 12.830, da sind wir hier. Wir sind etwas unter dem letzten Verlaufstief, was wir hatten am 10.12. Wir sind unter dem Band. Ja, wir sind also hier. 20er Hebel, es ist nicht klein. Der kommt bei mir dann ins Spiel, wenn wir die Gefahr eines Doppeltops hier rausgenommen haben und drüber schließen. Vielleicht so, wir sind hier im Hoch bei 13.645. Vielleicht werden wir so, sagen wir so, bei 13.650, 660 schließen, abends um 17.30 Uhr. Dann kommt der ins Spiel. Von den, jetzt muss ich mal schauen, das ist der 12.830er, es ist ein Open-End 20er Hebel, es ist von Goldman Sachs und es hat die Kennnummer Gustav Bertha 6J1K. Also der ist jetzt mal ein bisschen gemäßigter. Ich mag es lieber ein bisschen heißer, aber jetzt werde ich gebeten, das mal ein bisschen kühler zu machen, also mache ich kühler. Put, ja. Also da suche ich mir natürlich schon einen, der über dem oberen Bollinger Band liegt. Das liegt im Moment bei 13.725. Der hat leider dann einen größeren Hebel. Aber ich mache es jetzt mal spaßhalber auch auf einen 30er Hebel, damit, das ist ziemlich genau der hier, damit ich da keinen Ärger kriege. Und das ist eine Basis 13.956. Da sind wir hier. Da. Ziemlich weit weg. Wäre nicht meine erste Wahl, aber ich mache es halt heute mal auf Leserwunsch. Das ist von Goldman, die Gustav Bertha 6MY6. Gustav Bertha 6MY6. Dennoch sage ich, auch wenn das jetzt einer ist, und deswegen macht es für mich nicht so viel Sinn, mit dem 30er Hebel, der bei 13.956 liegt hier oben, den muss ich trotzdem stoppen, wenn wir hier drüber gehen. Und zwar spätestens bei 13.680 muss das Ding gestoppt werden. Also deswegen stelle ich mir die Frage, warum soll ich so einen nehmen? Da kann ich eigentlich, also als professioneller Händler nehme ich einen, der hier ein bisschen tiefer liegt. So 13.730, 13.740. Das ist der Grund, warum ich tiefer gehe. Ja, ich gucke gar nicht so. Ich habe ja noch nie einen Schein ausgesucht aufgrund des Hebels, sondern wenn ich doch hier sowieso schon mal einen Stop-Loss habe, da und ein bisschen drüber, dann muss ich doch den Schein da oben nehmen. Sondern ich kann einen nehmen, der hier irgendwo liegt. Der hat nämlich auch den Vorteil, wenn über Nacht ein großes Gap passiert, dann habe ich mit einem Schein, der eine Basis hat, die weit weg ist, hänge ich da voll mit noch drinne. Und bei dem hier werde ich dann schon relativ schnell ausgestuppt, weiß von vornherein, was die Geschichte kostet. Wie dem auch sei, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, auf nächste Woche. Ciao.